Rucki zucki geht's weiter mit einer musikalischen Einlage von zwei jungen Künstlern, die seit einem Jahr bei uns sind. Ich glaube, Visitenkarten sollten auf den Tischen liegen, Sie können sie auch buchen. Beziehungsanfang und Punkt, Punkt, Punkt. Lassen wir uns überraschen. Viel Vergnügen, Bühne frei. Schatz. Jo? Ich muss dir was sagen. Was ist denn? Ich muss was voll Ernstes mit dir besprechen. Nein. Ich weiß, wir sind erst seit einem Monat zusammen, aber es gibt da was, was mich sehr belastet. Hä? Was denn? Ich weiß gar nicht, wie ich es dir sagen soll. Deswegen habe ich da ein Lied drüber geschrieben. Okay. Es fällt mir irgendwie leichter zu singen, als zu sagen. Ja, das ist mir schon oft aufgefallen. Kannst du das Lied spielen? Irgendwann bleibe ich dann dort? Ja, ich glaube schon. Okay. Ah ja, sowas. Okay. Unser erstes Date war wirklich schön. Ich bin mit dir aber im Garten kling. Hab Bier von Bämen mitgebracht. Wir haben so viel gesungen die ganze Nacht. Doch irgendwann war's dann geschehen. Ich hätte es kommen müssen sehen und einfach früher heimgehen. Wenn du so spürst mit der Gitarre und alles ist wunderbar, dann denkt mein Kopf nicht mehr so klar. Wenn du so spürst mit der Gitarre und der Wind bläst durch dein Haar, dann ist Nachsang schon recht schwach. Das war so alles nicht geplant. Gleich beim ersten Date voll abgesandt. Passt eh. So viel Saufen war kein Freund. Oh ja, voll. Hab alles ausgekotzt, aber gescheit. Hi. Und irgendwann war's dann geschehen. Ich hätte es kommen müssen sehen und einfach früher heimgehen. Wenn du so spürst mit der Gitarre und alles ist wunderbar, dann denkt mein Kopf nicht mehr so klar. Wenn du so spürst mit der Gitarre, so schön singen kannst, ja, dann ist Nachsang schon recht schwer. Nach zwei, drei Wochen hab ich's gespürt. Mir war schlecht und ich war immer müd. Krank oder was? Irgendwann hab ich's dann gewusst. Ich war voll Freude und gleichzeitig voll Frust. Ich nimm die Pille, was soll ich tun? Die Wirkung geht beim Speim verloren. In einem Monat bist du Vater geworden. Ich glaube, ich lasse dich mal lieber allein. Ja. Ja. So schnell kann es gehen. Es blieb nicht nur beim ersten Kind, das zweite folgte auch geschwind. Beim dritten Kind, da kam der Durst, jetzt fehlt eine Requisite. Beim vierten war es ihm auch schon wurscht. Jetzt, 20 Jahre später, hat er was verloren. Und wenn er das letzte Wort meint, dann dürfen Sie lautstark unterstützen, bitte. 20 Jahre später, ich habe ein bisschen Gesangsunterricht genommen. Mittlerweile. Also, ich finde, ich bin schon viel besser geworden, was mich unheimlich freut.
Also genau genommen eine Schnupperstunde war es. Am Telefon. Also, naja, es hat niemand abgehoben. Jedenfalls ist es wurscht. Ich finde, man merkt schon vollgas. Und deswegen habe ich gedacht, ich bringe euch heute mal ein neues Lied mit. Ist ein bisschen ein dummer Text, aber dafür sind wir ja da. Ich habe ein Leiden der ganz besonderen Art. Da fehlt beim Reden allerweil das Letzte. Man könnte fast glauben, dass es einfach Absicht ist. Oder dass es während dem Reden schlicht. Die Wahrheit ist, ich find's halt leider nimmer. Das letzte Wort fehlt schlicht und einfach. Es geht schon, aber heute geht's leider nicht. Und Gott als Sänger auf der Bühne ist es. Das letzte Wort ist leider. Was soll ich jetzt noch machen, da vergeht ein Jahr das. Das letzte Wort ist leider. Ich hab's irgendwo verloren, was soll ich. Es ist so, als wäre ich verflucht. Ich hab das letzte Wort schon überall. Aber nirgends auch nur die geringste Spur. Ich sag's euch, so langsam hab ich. Weil wie klingt denn das, wenn am Schluss immer was fehlt? So ein Sänger gibt's kein zweites Mal auf der. So macht mir das Singen keinen Spaß. Weil ein Text, der sich nicht reimt, das ist er. Das letzte Wort ist leider. Jetzt mach ich mir schon Sorgen, könnt's mir ihr vielleicht ans. Das letzte Wort ist leider. Ich hab's irgendwo verloren, was soll ich? Dass es so gut funktioniert, hätte ich mir auch nicht gedacht. Wie es scheint, muss ich mit dem Fehler leben. Naja, es hat schon schlimmere Fehler. Aber trotzdem fällt mir das einfach an, dass ich das letzte Wort vom Satz nicht zogen. Da fällt's mir ein und mir wird plötzlich klar, ich weiß, was ist und was schon immer. Weil das letzte Wort, das ich nicht finden kann, hat in meinem Fall klarerweise mein. Das letzte Wort ist leider. Und meiner Frau finde ich das fies, dafür weiß ich jetzt was. Das letzte Wort ist leider. Das Zurückholen, das wird schwer, weil sie gibt sicher nimmer. Und egal wie lieb ich schau, das letzte Wort, das hat mein. Dankeschön. Brockby, Jasmin Brock und Alessandro Milea. Dankeschön. Und